Windpark Wohlbedacht im Paderborner Land. Hier kann man auf spektakuläre Weise erleben, was die Umsetzung der Energiewende in der Praxis bedeutet. Nach 20 Jahren hat dieses Windrad seine Schuldigkeit getan. Jetzt wird es abgebaut und durch ein neues ersetzt, das dreimal so viel Strom liefert, das sogenannte Repowering. Nur eine von insgesamt 6 Anlagen, die alleine hier getauscht werden. Denn neue Flächen für Windräder sind knapp. Für Daniel Priese bedeutet das jede Menge Arbeit. Er ist Spezialist für den Rückbau der alten Anlagen. Stand heute, denke ich, sind es so zwischen 6.000 bis 8.000 Anlagen deutschlandweit, die weg müssen. Und ich denke, es wird sich jedes Jahr um mindestens die Hälfte erhöhen. Also ich denke, es kommen jedes Jahr 2.000 bis 4.000 Anlagen dazu, die rückbaufähig sind. Und aktuell ist der Markt halt gigantisch. Bis 2030 will die Bundesregierung den Strom aus Windkraft an Land verdoppeln. Weil dafür immer mehr alte Anlagen ersetzt werden müssen, wächst auch das Abfallaufkommen. Der Großteil der Windräder, rund 90%, können dabei weiterverwertet werden. Stahl und Kupfer etwa sind kein Problem. Für seltene Erden und Magnete, wie sie in einigen Generatoren verbaut werden, gibt es in Deutschland dagegen noch keine wirtschaftlich funktionierende Aufbereitung. Das derzeit größte Problem sind allerdings die Rotorblätter, die man bislang kaum verwenden kann, erzählt uns Johannes Lackmann. Der Ingenieur ist ein Pionier der Windkraft in Deutschland. Es ist eher ein Downcycling. Die Rotorblätter gehen in der Regel in die Zementindustrie, dienen da als Brennstoff. Natürlich ersetzen sie da auch andere Brennstoffe. Aber das Glasfasermaterial, das geht natürlich dann in den Zementklinker, wo es nicht wirklich gebraucht wird. Es ist dann zwar entsorgt, aber es ist eigentlich eine minderwertige Verwendung und da gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten. Bis 2030 rechnet das Umweltbundesamt allein bei den Rotorblättern mit einem Abfallaufkommen von 20.000 Tonnen pro Jahr. Ab 2030 sogar mit bis zu 50.000 Tonnen. Weil die Entsorgung schwierig ist, werden sie häufig in den Windparks zwischengelagert. Und zum Verbrennen sind sie eigentlich viel zu schade. Denn die Rotorblätter bestehen aus großen Mengen an Hightech-Material, vor allem Glas und Carbonfaser. Der Unternehmer Holger Sasser aus Sachsen-Anhalt will das ändern und die Rotorblätter künftig für ganz neue Produkte wiederverwenden. In dieser Feldflur ist diese Idee geboren, weil ich mit meinen Hunden immer viel unterwegs bin und dann über längere Zeiträume habe die Windflüge hier liegen sehen, mich damit beschäftigt habe, dass man daraus vielleicht etwas Besseres machen kann, als sie hier auf dem Acker nur liegen zu lassen, im Prinzip in eine dauerhafte stoffliche Anwendung zu bringen. Konkret heißt das, für Holger Sasse sind Rotorblätter kein Abfall, sondern der Rohstoff von morgen. Oder besser gesagt, auch schon von heute. Wir besuchen das neue Werk von Novotech Circular in Aschersleben. Hier werden die vorsortierten Rotorblattabfälle aus Glasfaserkunststoffen und Epoxidharzen geschreddert und in einem patentierten Verfahren in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Mit Holzresten wie Säge- und Hobelspänen gemischt, entstehen daraus neue, umweltfreundliche Terrassendielen. Produziert mit Grünstrom vom Hallendach. Novotech hat von Anbeginn seine Produkte so designt, dass sie kreislauffähig sind und im Kreislauf gehalten werden können und müssen. Wir geben ja heute Nutzungsrechtsverträge auf 30 Jahre raus und nehmen wir mal die 30 Jahre an und nehmen es nach 30 Jahren dann zurück. Dann können Sie mindestens, ich sag mal, davon ausgehen, dass Sie das 10-mal machen können, mindestens, und da reden wir also über 300 Jahre. Das heißt also, wir können diesen Kohlenstoff, den wir heute in Verkehr bringen, mindestens 300 Jahre mit Sicherheit ohne Qualitätsverlust im Kreislauf halten. Das A und O dabei, die Materialgesundheit. Alle Inhaltsstoffe werden analysiert und genau unter die Lupe genommen. Schädliche Stoffe wie Flammschutzmittel oder Schäume separiert. Das ist ein Markt,
High-Performance-Rohstoffe für sich gewinnen und wieder zum Einsatz bringen, um neue Rohstoffe zu sparen, den Einsatz neuer Rohstoffe. Grundlage ist natürlich immer die Materialgesundheit, das heißt, alle Inhaltsstoffe wirklich definieren, denn ein Produkt, was nicht materialgesund ist, kann nicht im Kreislauf gehalten werden. Grundlage für die Kreislaufwirtschaft sind immer materialgesunde Produkte. Doch noch ist das Aufbereiten der Rotorblätter ein schwieriges Unterfangen. Oft können die Bestandteile nur mit hohem Aufwand voneinander getrennt werden. Um das zu ändern, gehen große Hersteller von Windkraftanlagen wie Siemens Gamesa einen neuen Weg. Sie bauen inzwischen auch sogenannte Recyclable Blades, die sich deutlich einfacher in ihre Bestandteile zerlegen lassen. Bis 2030 sollen Rotorblätter so wieder vollständig genutzt werden können. Den Weg dahin wollen auch die Forscher von Fraunhofer Umsicht im bayerischen Sulzbach-Rosenberg dramatisch verkürzen. Als Ergänzung zu einer stofflichen Verwertung der Rotorblätter setzen sie auf eine andere Methode, das sogenannte thermochemische Recycling. Rotorblattmaterial ist tatsächlich ein Anwendungsfeld für einen thermochemischen Prozess, eine sogenannte Pyrolyse. Da wird also unter Luftabschluss und Wärmeeinwirkung dafür gesorgt, dass sich die Kunststoffmatrix auflöst in einer Gasphase und wir die Fasern freilegen können. Die Fasern können wir auf diese Weise zurückgewinnen und daraus wieder Produkte machen. Aber auch diese Gasphase kann kondensiert werden und aus dem Öl können auch wieder neue Kunststoffe gewonnen werden. Wie ihre sogenannte iCycle-Technologie funktioniert, zeigen uns die Forscher an ihrer Versuchsanlage. Die gewonnenen Pyrolyseöle enthalten Bausteine für Kunststoffe, die später aufgereinigt werden. Am Ende der Kette steht dann das, was auch am Anfang stand: Basischemikalien wie Styrol oder Phenol in Neuwarequalität. Wenn wir das schaffen, den Kunststoffkreislauf, den gesamten Produktkreislauf geschlossen zu halten, haben wir deutlich minimierte CO2-Emissionen. Das ist der eine Vorteil. Der andere eben wirklich die weitere hochwertige Verwertung dieser Rohstoffe. Wir gehen davon aus, dass wir so in spätestens 5 Jahren mit dieser Technologie im Markt sein können. Auch im großen Stil dann? Auch im großen Stil, genau. Ausgediente Rotorblätter also als Quelle für völlig neue Produkte und Rohstoffe, die immer wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Nur eins geht derzeit noch nicht, aus den zurückgewonnenen Glas- und Carbonfasern auch wieder neue Rotorblätter herzustellen. Es gibt also noch Luft nach oben. Doch was ist mit den anderen Bestandteilen der Windräder, vor allem mit dem Beton? Neben dem Stahl macht er mengenmäßig den weit größten Teil einer Windkraftanlage aus. Oft sind es hunderte Tonnen, die im Fundament und im Turm der Anlagen stecken. Wir sind im Windpark Gevensleben in Niedersachsen. Sprengmeister Michael Hamann und sein Kollege Sascha Bächle bei den letzten Vorbereitungen. 90 Meter Betonturm sollen hier gleich gesprengt werden. Denn auch hier wird repowered, sollen leistungsfähigere Anlagen die alten ersetzen. Nur wenige Sekunden, dann ist der Turm nur noch Geschichte. Rund 400 Tonnen Stahlbeton liegen jetzt genau da, wo sie hinfallen sollten. Doch was passiert jetzt damit? Wir holen die Moniereisen raus, danach pulverisieren wir noch weiter. Und der zweite Schritt ist, dass mit einer Brecheranlage das Material so runtergebrochen wird, in dem Falle auf 0,45er Größe, fahren ihn dann hier in den Windpark und arbeiten den in die Zuwegung ein und bauen daraus auch die neuen Kranstellflächen für den Neubau. Das ist der Standard, ne? Das ist der Standard, ganz genau. Klingt gut, ist es auch, geht aber noch besser. Denn der Abbruchbeton lässt sich auch als neuer Baustoff nutzen, wie bei diesem Schulzentrum in Kirchheim unter Teck. Es besteht zu weiten Teilen aus sogenanntem R-Beton, auch Recycling oder ressourcenschonender Beton genannt. Ein wichtiger Rohstoff dafür stammt von hier, nur wenige Kilometer entfernt, von der Firma Fees. Das Familienunternehmen ist ein Pionier beim Baustoffrecycling.
Aus Abbruchmaterial produzieren die Mitarbeiter hier die Gesteinskörnungen für den neuen R-Beton. Aus Beton und Bauschutt machen wir Gesteinskörnungen, mit denen wir Kies und Split für die Betonproduktion ersetzen. Das heißt, es muss weniger Kies ausgegraben werden, es muss weniger Stein gesprengt werden und weniger letztendlich auf die Deponie gefahren werden. Am Anfang war die Skepsis groß, sagt man uns. Inzwischen beliefert die Firma Fees rund 30 Betonwerke in der Region. Ein Beispiel, das in ganz Deutschland Schule machen könnte, denn an Nachschub fehlt es nie. In Deutschland haben wir ungefähr 220 Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle jedes Jahr, die wir produzieren. Das sind ungefähr 55% vom Gesamtabfallaufkommen. Und von diesen 220 Millionen Tonnen ist mindestens die Hälfte, eher 70%, hochwertiges Material, das wir wieder zu Bauprodukten machen können. So wie im Betonwerk der Firma Holcim am Stuttgarter Neckarhafen. Hier werden die Gesteinskörnungen aus Kirchheim unter Teck mit Zement und Sand zu großen Mengen R-Beton gemischt. Holger Julmi ist Leiter des Prüflabors. Regelmäßig testet er den R-Beton auf Fließverhalten und Druckfestigkeit. Einen qualitativen Unterschied zu konventionellem Beton gibt es dabei nicht, erklärt er. Mit einem Unterschied. Inzwischen stamme ein Großteil des Materials aus aufgearbeitetem Abbruchmaterial. Man kann maximal 45% natürliche Gesteinskörnung durch rezyklierte Gesteinskörnung ersetzen. Das ist eine Menge, oder? Ja, das ist sehr viel. Da kommt was zusammen, genau. Mittlerweile versorgt das Betonwerk fast alle seine Kunden mit R-Beton. Und es dürfen gerne auch noch mehr werden. Für Regionalleiter Hagen Eichele steht fest, auch der Abbruchbeton der Windkraftanlagen wäre ein großartiger Baustoff für die Zukunft. Das ist ein reiner Beton aus dieser Windkraftanlage und so vor allem ein hochwertiger Beton. Das waren sehr viele Betone mit hoher Festigkeit und das bringt natürlich nachher im Gesteinskorn auch wieder ein sehr gutes Material. Und das könnte man 1:1 wiederverwenden, wieder zum Beispiel für den Bau von Windkraftanlagen, für die riesigen Fundamente oder auch später für die Türme. Der R-Beton spart also wertvolle Ressourcen. Alle Probleme löst er aber nicht. Denn der klimaschädliche Zement im Beton kann nicht so einfach ersetzt werden. Erst wenn es gelingt, die CO2-Emissionen der Zementproduktion zu vermeiden, wird Beton wirklich grün. Fassen wir zusammen. Der Ausbau der Windenergie erfordert große Mengen an Rohstoffen, während gleichzeitig jede Menge Abfall anfällt. Abfall, der schon heute 1:1 als Rohstoff für neue Windkraftanlagen oder andere Produkte dienen kann. Aber auch viel Potenzial für weitere Ideen bietet. Eine Chance, die wir nutzen sollten, als Rückenwind für die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft.